So, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich wollte ein bisschen rumstroken und da habe ich gedacht, mache ich einen Nagel mit euch zusammen. Die anderen drei habe ich schon gemacht, weil die möchte ich gerne auf Instagram posten. Und ja, und wenn ihr Bock habt, wie ich das gemacht habe und ihr das wissen möchtet, dann bleibt einfach dran. So, wir nehmen jetzt mal den einen. So, ich habe hier meine Palette. Da habe ich schon meine ganzen Farben drauf und wie ihr seht, auch schon gemalt heute. Die anderen Sachen da. Dunkelblau, weiß, hellgrün, dunkelgrün und so ein Ocker. Ja. Und da müssen wir jetzt erstmal eine Linie ziehen. Nämlich, ja, hier habe ich es einmal so ringsherum gemacht. Und da habe ich es nur so gemacht, ja, auf der, ups, da setze, hier habe ich es nur so lang gemacht, genau, und hier habe ich es so gemacht, sieht man fast gar nicht mehr, und hier habe ich so Blüten und es dann so rum gemacht, die Blätterchen, ja, schauen wir mal. Ich benutze jetzt erstmal so ein Grün, was ich mir zusammengemixt habe mit diesem Ocker-Ding da. Und ja, wie machen wir denn jetzt die... machen wir es jetzt mal so lang, von oben nach unten. Einfach einen so einen Strich. Muss auch nicht gerade sein, ich habe mir jetzt ein bisschen schräger gemacht. Das wird jetzt ganz kurz angehärtet, so 10 Sekunden. Und dann machen wir auch schon weiter mit den blauen Blüten. Hier, den habe ich vorher sauber gemacht. So, und ich gehe immer erst... da war ich noch ein bisschen blau. Ich benutze, also ich tue meine One-Stroke-Blüten oder generell One-Stroke nur mit Gel machen. Und die sollten hochdeckend sein. Und dann nehme ich immer gerne Painting-Gele. Das ist jetzt hier von Trend Nails. Gibt es aber mit Sicherheit im Internet noch billige. Ich habe mir mal welche jetzt geholt von eBay, so auch zum Üben und die sind hervorragend. Viele nehmen ja die von Pretty Born oder wie das heißt, aber gut. Also, ich gehe in die dunkle Farbe und mit einer Ecke und einmal weiß. Und dann benutze ich meistens, ups, dann benutze ich meistens die Bahnen schon, die ich hier liegen habe. Weil da tanke ich dann manchmal auch mein Pinselchen drauf. So, dann gehe ich nochmal in das Blau und ins Weiß. Und nicht verwechseln die Farben. Passiert mir auch manchmal. Dann müsst ihr den Pinsel sauber machen und wieder von vorne anfangen. So. Ich lege jetzt mal die Palette darunter. Und ich tue grundsätzlich immer, wie auch bei Acrylmalfarben, immer zweimal drüber, also einmal und dann nochmal drüber, weil dann kommen die Farben besser zur Geltung. So, ich setze jetzt hier meinen Pinsel an. Blau unten, weiß oben. Und gehe so in zittrigen Bewegungen. Könnt auch mal Stopp machen, das ist nicht so schlimm. Einmal so rum und dann habt ihr schon ein Blütenblatt. Auflegen. Manchmal gelingt es mir gut, manchmal nicht so gut. Aber wenn ihr euch irgendwie vermalt, dann könnt ihr bei der zweiten Schicht das immer noch mal wieder begradigen sozusagen. So, und dann mache ich dann hier noch eine Blüte an, gehe wieder in meine Farbe rein und mache hier auch noch mal ein Blütenblatt.
So, ich glaube, so lasse ich das jetzt. Das hätte ich jetzt kurz für 10, 15 Sekunden an. Wenn das Motiv fertig ist, dann tue ich das auf jeden Fall nochmal komplett aushärten, weil diese Stamping-Gele, die sind hochdeckend, dass mir das auch richtig aushärtet. So, und jetzt gehe ich einfach nochmal über die ganzen Blättchen drüber. Und dann seht ihr schon den Unterschied, dass da die Farbintensität besser ist. So. Fertig. Und jetzt hier diese zwei kleinen Dupseldinger noch. So, und das lasse ich jetzt auch anhärten. Dann kommen wir zum Grün, zu den Blättchen. So, hier habe ich ja meine dunkle Farbe und hier meine helle. Und dann gehe ich auch wieder in diese Bahn rein. Und wir können auch schon weitermachen. So, dunkelgrün mache ich auch wieder nach innen. Da habe ich jetzt ein Härchen drin, sehe ich gerade. So. Ja, dunkel mache ich wieder innen und das helle mache ich außen. So, ich mache hier ein Blatt hin. Und da gehe ich so ein bisschen schräg nach oben. Und dann wieder ein Stück runter. Auch bei den Blättern tue ich auch immer zweimal. Jetzt habe ich aber einen Datterich. So, ich mache jetzt hier noch ein Blatt hin. Und dann mal gut abstützen, das ist ganz wichtig. Ja, so werde ich das jetzt lassen. Das wird jetzt auch wieder angehärtet. In der Zeit tanken wir nochmal unseren Pinsel. Und malen die Blätter jetzt nochmal nach.
So, das kommt jetzt wieder in die Lampe. Jetzt brauchen wir nochmal unseren Nailart-Pinsel. Nehme ich mir da ein bisschen grün. Und davon vermischt es ein bisschen. Und jetzt malen wir diese Linien. So, so glaube ich, werde ich das jetzt lassen. Na, vielleicht mache ich hier noch eins hin. So, ja, wieder anhärten, Pinsel sauber machen. Ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennen könnt, aber auf dem anderen vielleicht noch. Da habe ich so eine Folie mit reingemacht. Also ich habe den grundiert mit so einer Lachsfarbe. Und da habe ich einfach eine Folie genommen und das in die Schwitzschicht so wahlweise irgendwo hingedippt. Und dann einfach matt versiegelt. Die habe ich jetzt auch matt versiegelt. Ja. Weil ich finde einfach One Stop Shot echt richtig schön aus, wenn man es matt versiegelt. Glänzend habe ich auch schon viele gemacht. Aber ich wollte jetzt mal matt machen. So, das ist jetzt angehärtet. Jetzt machen wir noch die Pünktchen. Auch wieder Pinsel einarbeiten. Tröpfchen aufnehmen. So, also hier auf jeden Fall in der Blütenmitte muss ja was hin, ne? Und hier. Bisschen weiß. So, dann mache ich hier welche hin. Und da vielleicht noch zwei, drei. Dann müssen wir hauchdünn, habe ich die Blätter. Ihr seid noch da, jawohl. Auf einer Seite einmal die Kontur nachgemalt. Da streiche ich dann nur durchs Gel, dass ich ganz wenig auf dem Pinsel habe. Also ganz feine Linien. So, jetzt kommt noch der Innenstrich. So, da könnt ihr vielleicht es gut erkennen, da sind so, ist die Folie, da schimmert es ein bisschen durch.
So, das werde ich jetzt komplett aushärten lassen, am besten zweimal. Dann werde ich den matt versiegeln. Und dann hole ich euch zurück. Bis gleich. So, jetzt, der ist jetzt fertig. So, man könnte jetzt noch, wenn man möchte, schon ganz warm, wenn man möchte, kann man die Konturen von der Blüte auch nochmal jetzt im Nachhinein mit einem Painting Gel ohne Schwittschicht, was dann danach glänzt, noch bemalen. Aber ich habe mir gedacht, ich lasse das jetzt so, weil ich finde es nämlich so auch sehr hübsch. Das muss nicht immer alles umrandet sein. Und ja, und wenn es mir dann doch irgendwie nicht mal irgendwann gefällt, kann ich es immer noch nachträglich machen. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dass wir uns auch bald wiedersehen im nächsten Video. Bis dann, alles Liebe, eure Marion. Ciao!